Willkommen zurück, meine liebe Zuschauer, bei Twine. Ja, es geht langsam in Richtung Finale, denn wir haben den Turm des Bösen erreicht und müssen uns nun durch die Waffenschmiede kämpfen, die auch... Okay, sie sieht etwas düster aus, aber sie sieht trotzdem immer noch toll gemacht aus. Muss man ehrlich sagen. Hier können wir den Stein hochheben und darüber schleudern. Das bringt uns allerdings nicht so viel. Ich will eher lieber da hoch. Und da hoch kommen wir nicht so wirklich. Aua. Und in die Lava gefallen. Das war nicht so, wie es geplant war. Oh, ein Feuerspucker. Du gehst weg. Zwei Feuerspucker schon. Ich könnte mich nicht einfach in Ruhe lassen. Hier kommen wir hoch. Aha. Aber nicht da lang. Hm. Da. Man schickt keine Frauen. Und man schießt auch nicht auf sie. So. Ja, ein Skelette, das nicht hinter mir nimmt. Also irgendwas ist hier gerade falsch, weil ich glaube, da lang geht's weiter. Okay, die Schmiede sieht komplizierter aus als gedacht. Ich habe jetzt das Spiel zwar schon mal durchgespielt, aber das ist eine Weile her. Weil hier drüben müssten wir eigentlich irgendwie durch. Ah, wahrscheinlich geht es dann da oben lang weiter. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt müssen wir uns erst wieder hier rüber schwingen. Und hopp. Und ja, es sieht hier alles ziemlich feurig aus. Komm, heb dich hoch und dann müssen wir dich, können wir dich doch irgendwie drehen, oder? Nö, können wir nicht. Schade. Okay, ich gehe jetzt erstmal da oben lang gucken. Auch wenn da so ein Pendel hin und her schwingt, oder? Da oben ist auf jeden Fall schon mal nochmal... Okay, das hier sind so... Ah ja, so kommen wir hier hoch. Sehr gut. Ja, ja genau dann. Das ist nämlich hier wieder so ein... ich würde gern hier runter. Okay, hier muss man dann wirklich von unten lang, scheint's hier. So. Jetzt hat er aber... Hier muss ich dann mit dem Magier arbeiten. Erstmal den da drüben loswerden. Ja, genau, Falle die Lava. Und ich sehe in dieser Hitze überhaupt nichts. Aber ja, selbst die Effekte sind sehr, sehr interessant gemacht. Okay, erst einmal hier eine Kiste. Damit ich hier hochkomme. Dann ziehen wir an den Hebel und dann geht das Tor da hinten auf. Jawohl.
Aua. Und jetzt gehen auch hier die ganzen Mechanismen. Ist ja sehr nett. Ah, ich will hier die Stacheln. Ja, du kannst von mir aus ruhig da runterspringen. Kommst du noch mal hoch? Ja, komm doch mal hoch. So. Keine Almosen für die Fleischlosen. Den zeige ich, wo der Hammer hängt. Und hier auch. So. Was denn? Ich hab dich getroffen. Lass mich doch alle in Ruhe. Und hier bin ich mal zu faul, richtig zu springen. Achso, wieder oben. Ah, da vorne aber ganz schön viele. So, den einen machen wir so kaputt. Und die anderen so. Kommen noch mehr. Hat sich fast getan. Wie habe ich da jetzt Schaden genommen? Haha, du bist zum blöden Aufzug zu benutzen. Naja, du hast doch kein Hirn. So, hier hoch. Und ja, das sieht hier alles ein bisschen Hightech-mäßig aus. Ich mag dieses Steampunk, so eine Steampunk-Umgebung eigentlich auch ein bisschen, so wie man es auch aus Torchlight kennt. Ah, das war falsch. Ich glaube nicht, dass die Lava... Nein, alles, was ich reinwerfe, schmilzt. Und das war auch nichts. Jetzt müssen wir wieder runter. Und sie wiederbeleben. Die Idee war schon mal richtig, erst der Kiste den Sprung zu verpassen. Aber... Das war instant tot in der Lava. Mist. Ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch hin. Ihr könnt ja mitzählen, wie viele Versuche ich hier jetzt brauche. So, ich sagte doch, ich krieg das irgendwann noch hin. Und jetzt hauen wir wieder die Nette um. Jetzt können wir mal eine Faust auf sie fallen lassen. Na, das war zu früh. Hat man dir nicht gesagt, dass man mit Feuer nicht spielt? Der nächste. Noch ein... Ich finde es ja lustig, wie die immer sterben. Teilweise. Habt ihr keine andere Freizeitbeschäftigung, als hier auf die Nerven zu gehen? Ach, das ist gemein. Die Faust kann ich nicht hochheben. Schade. Na komm, schieß noch mal. Edge Badge. Ja, genau. Spring auf den Felsen. Auf den Stein.
Das war falsch gezielt, aber ich habe trotzdem einen getroffen. Ach komm, noch einer. So, jetzt will ich die Erfahrungsfiole da unten haben. Genau, dankeschön. Gibt's hier noch was? Hier fließt Wasser runter mitten in der Schmiede. Das sieht die fast mehr aussieht wie eine hochindustrielle Fabrik. Auch weg. So. Oh, da oben ist schon mal die erste Secret-Truhe. Die sehe ich ja schon. Da müssen wir nur irgendwie rankommen. Die Konstruktion ist ja auch toll. Wie oft soll ich noch sagen, mit Feuer spielt man nicht. Ah, ich verstehe, wie das gehen soll. So. Und dann haben wir hier den praktischen Aufzug. Da hinten scheint es nichts zu geben. Hier fließt die Lava runter. Skelette sind auch postmodern, hä? Naja, das machen wir mal anders, so schiebt sie sich dann noch zu Tode. Wir müssen darüber, wenn ich das richtig sehe. Ein Dreieck bitte. Na, das war nicht so geplant. Nein, das auch nicht. Erst einmal. Okay, so geht das nicht. Dann muss das eine Kiste sein. Willst du dich aufspießen? So, dankeschön. Jetzt schwingen wir noch mal darüber. Puh. Jetzt bin ich doch reingesprungen. Ach nee, das ist schon wieder so ein mieser Bereich. Erstmal gucken, was hier drüben ist. Ja. Das war nicht so geplant. Und ja, ich stelle mich auch wieder an, ich weiß. So, kann ich hier rüber gucken. Und hier ist nichts. Hat sich ja voll gelohnt. Ah, jetzt wieder so ein Bereich. Aber wow, das war jetzt echtes Timing. So, noch eine Erfahrungsfiole. Und hier fließt wieder das Wasser runter. Hier oben komme ich sonst nirgendwo mehr hin. Hebel ziehen. Dann geht's da auf. Genau. Und den kann ich mal hier runterwerfen. Mal sehen, ob der was macht. Ja, der macht Trampolin hier auf der Brücke. Ah, ja.
Also gut. Jetzt kommt mal bei der tolle Preisfrage, wie kommen wir an diese Truhe überhaupt ran? Da können wir uns nicht durchschlagen. Ob wir uns da durchschlagen können? Nein. Denn hier geht's runter und runter will ich noch nicht. Ah! Nein! Tut mir leid, Leute, aber hier sterbe ich jetzt einfach mal. Ja, wir jetzt den Checkpoint fortsetzen, aber bevor wir jetzt hier wieder weitergehen, und ja, ich habe mich jetzt absichtlich gedreht, weil ich an diese Truhe will. Aber bevor wir weitergehen, mache ich erstmal einen Cut und dann versuchen wir uns die Truhe zu holen. Bis gleich.